geht zurück zu einem gewonnenen Wort hier auf dem wunderschönen Kanal. Ja, wir sind hier wunderschön jetzt unterwegs mit unserem Fiat mal wieder. Der ist ja seit letzten Part fertig geworden hier. Wir kümmern ja uns jetzt erstmal um das Trinken und um das Einstreuzeug der Pferde. Das ist ziemlich nach unten gegangen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Wir müssen aber mal gucken, wo eigentlich unser Ding steht, unser Kompaktlader. Achso, den habe ich ja bei den Hühnern. Wie? Genau. Bei denen muss nämlich dahin, weil wir Einstreuzeug brauchen, Heuzeug. Das ist zu wenig geworden. Ja. Und dann lassen wir uns mal was einfallen, wie wir am besten nochmal schnellstmöglich an irgendwelches Geld rankommen. Welche Möglichkeiten es gibt, relativ schnell an Geld ranzukommen. Aber wir sind bei 9000 mit Millionen Krediten. Und wenn ich noch einen Kredit aufnehmen muss, um ein Feld zu kaufen, damit ich Gras ansehen kann und das Gras abernten und... Ja, ich glaube, ihr wisst ja, was ich mir ausführe. Und so verkaufen kann. Oh, guck mal. 3000 ist drin, ne? Also hier geht einiges rein gerade. Hier geht wirklich einiges rein. Also müssen wir mal in nächster Zeit einen neuen Ballen kaufen, so wie es aussieht. Das ist natürlich... Jetzt fehlt natürlich an Hafer und Teun natürlich noch was, aber... wir gucken mal, wie kann man am besten noch ein bisschen Geld verdienen in dem Spiel. Ja, ne, hier. Also dumm, naja, haben wir nichts. Das ist ja das Heuzeug. Und das hier war bloß die Silage. Nur Silage kann man auch noch nicht machen, das bringt uns auch nicht. Gras. Ja, wir können beides verkaufen. Gras und Heu, oder? Gras bringt sogar im Moment mehr. Die Erklärung hier. Gras und Heu. Gras sammeln, Häckselgut, Silage. Gucken, was steht denn das hier? Genau, das ist Stroh. Das ist Silage. Und das ist Gras, dieses. Und Heu wird zum Beispiel überhaupt nicht gesucht. Heu wäre dieses wellenförmige. Und das hier vorne ist ja Gras. Das heißt, wir könnten... Wie teuer ist denn so ein Schneidwerk? Mähtechnik. 19. Für den, der vorn dran kommt. Oder 16. Wir haben ja ein bisschen Gras hier, was man ernten kann. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, glaube ich mal. Das wäre viel zu mähen und viel zu wenig Ertrag. Also guck mal, da schon mal
vergessen. So, Tiere. Ich glaube, über Tiere brauchen wir nicht weiter diskutieren. Kann ich nicht mehr machen. Also wir haben jetzt nicht hier Raps angeerntet. Also kriegen wir erstmal genug Geld erstmal. Fürs Erste. Ist natürlich... Auch hier alles recht teuer. Mit Holz brauche ich gar nicht anfangen. 72.000. Ja, man könnte den sich kaufen. Ein paar Bäumchen pflanzen. Versehen alles so mit Hand drauf werfen. Ist aber auch nicht das, was Sinn sein soll. Technik ist sowieso eine Geschichte für sich selber. Ist hier auch die Frage an, was kriegen wir als nächstes? Wir brauchen hier sowieso dieses Mischding. Damit die Pferde ein richtiges Essen bekommen. Mischlase, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ja, vielleicht würde mich noch die Milch interessieren. Aber die Milch... Da sind ein Kuh weiter 100. Was brauchen Kühe? Dass wir uns in die Richtung schon mal vorreiten können. Kühe. Futter, Gras, Heu, Silage, Totalmischung. Okay. Wir kriegen aber bestimmt Big Packs, Schweinefutter. Wir kriegen kein. Okay, wir müssten selber mischen. Dann wäre ich für die Kühe. Aber dann müsste es, wir bräuchten natürlich auch noch einen Anhänger für die Tiere. Halt hier. Also 24. Da können wir aber auch nur 6 Kühe reinschubsen. Was mit den Schafen? Die Schafe sind aber teuer. Die machen ja bloß Wolle. Also mit Klammern nur. Ist bestimmt auch noch genug Geld. Schafe. Schnell, Gras und Heu, Wolle. Das wäre in Ordnung. Kriegen wir 1200. Mehr als bei der Milch. Aber die Haltung. 100. Oh, 65. Dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt mal dran an die Schafe. Ich würde vielleicht Kredite aufnehmen bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir die Schafe vorbereiten. Werden wir Schaf uns holen. Das sind zwar plus in Klammern nur 80 Stück und 65 Euro pro Tag kosten die, also. Oh, Schweine ist natürlich eine andere Geschichte. Was produzieren Schweine? Was machen Schweine? Außer Gülle zu produzieren. Schweine. Mistengülle. Okay, machen nur das Bild jetzt, also bringt uns nie viel. Ja doch, wir können das auch nur verkaufen. Mist wird nie gebraucht, Gülle auch nicht, bringt also nicht. Also ich werde mal die Schafe als nächstes mal probieren.
Würde ich sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt mir noch nicht den Daumen runter, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr von sie wollt oder auch nicht. Und dann sehen wir uns mal, sagt dann ganz gut. Ciao, ciao.